Ist nervös. Ein bisschen. Vor allem mit dem Wetter gerade. Ich wüsste ehrlich gesagt wirklich nicht, was ein Geist fragen. Wie ist das Leben als Geist? Als ich gedacht haben. Let's go. Also, es ist nur das Hotel. Nur das Hotel. Bis jetzt sind auch alle lebendig rausgekommen. Ah. Ganz ruhig. Alles wird gut. Let's go. Oh. Oh mein Gott. Auf dieser Seite, glaube ich. 21, 22. Oh. Oh. Okay. 3 Meter. Okay. Nice, nice. Okay, gut, gut. Wenigstens weiß ich, wenn ich das mache, dass es kein Geist ist. Da in der Nacht rausschauen, lieber nicht da, weil... Auch nicht da durchlaufen, würde ich auch nicht, würde ich auch nicht. Nicht mit Regen und nicht, wenn es dunkel wird, weil das macht Angst. Das macht wirklich Angst. Ah. Ich bin froh, dass es da noch so viele andere Leute hat. Es ist abnormal, wie viele Räume es hier hat. Da bin ich noch nicht. Mal schauen. Lichtschalter. Lichtschalter. Wo verdammt ist der Lichtschalter? Hallo? Also wenn ich oft mal in der Nacht mal ein Klavier spielen höre, dann laufe ich da, packe mein Zeug und dann gehe ich auch wieder. Dann ist schon einer zu viel, dann ist genug. Also, kleines Update bezüglich Hotelzimmer und alles. Also, man sieht, egal wie man sich bewegt, es knarrt. Darum habe ich mich ziemlich gut an das jetzt schon gewöhnt. An was ich mich noch nicht gewöhnen kann oder werde, sind die 2 Flüge, die oben an meiner Lampe sind. Moment. Ich weiß nicht, ob man gerade eine sieht. Aber hier oben sind 2 Flüge. So. Hier oben sind 2 Flüge, die machen ziemlich komische Geräusche zum Teil. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, auch wenn ich weiß, dass es Flüge sind. Sonst ist eigentlich noch nichts so Schauriges passiert. Halleluja. Aber was ich nicht empfehlen kann, ist aufs WC gehen, wenn es dunkel draußen ist. Das ist natürlich gruselig, weil wenn so niemand mehr im Gang ist und man läuft dort einfach so raus. Ist nicht meins. Ich liege da und wenn man dann einfach da so überall schaut, ist einfach schwarz. Man sieht
nichts. Schwarz. Ja. Weiß auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Von dem auch nicht. Und das Einzige, was neu ist, man kann von deinen Türen nicht abschliessen. Ich habe das Gefühl, ich fixiere mich so auf die ganze Geschichte und alles, dass ich einfach schon Paranoia kriege. Ja, mal schauen, wie die Nacht wird. Ich freue mich schon drauf, aber vielleicht passiert auch in der Geisterstunde etwas. Ich kann nichts dagegen sagen, ist gut gegangen. Also gemerkt habe ich zumindest nichts, aber was in der Nacht effektiv passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt morgens. Ja. Wir hatten jetzt gerade morgen. Das war super. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Frage. Und zwar, habt ihr gewusst, dass das früher ein Kurhotel war? Also, Leute, die Tuberkulose hatten, sind hier angepilgert und haben sich auskurieren lassen. Und zwar aus dem hauptsächlichen Grund, weil man gesagt hat, dass das Wasser hier super heilend ist. Sobald sich das halt umgesprochen hat, sind die Leute hier angekommen und haben sich vor allem von den Ärzten behandeln lassen. Und dann aber später, wo die ganze Medizin gekommen ist und man wie das Ganze nicht mehr so richtig gebraucht hat, ist das Hotel dann wie ein bisschen in Vergessenheit gegangen. Irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein niederländischer Geschäftsmann das Haus entdeckt und gekauft und dann schlussendlich daraus ein Hotel gemacht, wo man mittlerweile wunderbar in Gesellschaft Ferien machen kann. Ja.